Aktuell wird der Markt überflutet mit zu teuren Deals. Übelst alt, aber hier sieht man, wie pflegsam damit umgegangen wurde. Hier passt alles, Rücklagen sind gut, WG ist gut, schön gepflegt, alles top. Hola! Eine neue Wohnung haben wir gekauft. Ich zeige euch die einfach mal kurz, was wir hier haben und was wir damit vorhaben. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, gute Lage, in der Nähe von so einem Park und halt übelst alt. Ganz klassische alte Wohnung. Hier alte Heizkörper zum Vermieten, kann man es auf jeden Fall lassen. Boden ist halt auch so Linoleum, relativ praktisch, gut zum Reinigen, aber halt auch alt. Küche auch alt. Hier hat so eine ältere Dame jahrelang gewohnt. Und die Erben haben sich jetzt dazu entschieden, die Wohnung zu verkaufen. Und genau deshalb haben wir die geholt, die Wohnung. Hier ist noch schon ein Backofen, so übelst alt, aber hier sieht man, wie pflegsam damit umgegangen wurde, weil es einfach alles richtig, richtig sauber ist. Da gibt es teilweise Wohnungen, die habe ich schon gesehen, so ganz neue, relativ neue Wohnungen, wo ein, zwei Jahre vermietet waren, die sind komplett abgerockt. Und theoretisch könnte man die jetzt so für ein relativ günstiges Budget vermieten, weil alles ist ja funktionsfähig, haben wir schon immer abgecheckt. so ein Wasserhahn ist schnell getauscht, aber gut. Das Wichtigste ist, der Wasserdruck passt, das eine. Bei warm und bei kalt immer abchecken. Wenn der Wasserdruck passt, bei warm und bei kalt im Bad und in der Küche, dann ist nice. Wenn nicht, mal gucken, ob es an den Eckventilen liegt. Wenn ja, ist es easy zum Richten. Wenn nicht, dann kann es halt auch mal sein, dass die Leitungen irgendwie so zugesetzt sind, verkalkt oder sonst was. Und dann kann man halt nicht mal kurz vermieten, sondern muss alles neu machen. Die Dinger hier sind auch heftig, also wenn man sowas saniert und mal verputzt zum Beispiel, macht es weg. Wie das verkabelt ist und was man da Neues anschließen kann, ist auch eine Wissenschaft für sich. Also mit Vorsicht zu genießen das Ganze. Hier Schlafzimmer, hier auch schön alte Holzfenster. Aber ja, passt. Kann man vielleicht mal streichen. Ist ein bisschen vom Regen ein bisschen abgelutscht hier unten, aber oben geht's. Also kann man eigentlich noch lassen. Vielleicht nicht die ideale Wärmedämmung, aber dadurch, dass die Wohnung im Erdgeschoss ist, passt es eigentlich. Weiter geht's mit dem Wohnzimmer. Hier ist auch schon das Licht an, weil wir haben gerade die Sicherung reingemacht. Ja, kleines Wohnzimmer mit Balkon draußen, Terrasse. So wie das für mich aussieht, ist der gepflasterte Teil ist mit dabei bei der Wohnflächenberechnung und der andere Teil nicht. Da werden jetzt auch die Platten noch neu gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, da kommt es eigentlich nicht drauf an. Hi! Und hier kommt noch ein Sichtschutz, dass man von der Straße nicht sieht. Schön Tapete. Schön tapeziert. Hier eine hässliche Zwischentür und hier der alte Stromzählerkasten. Ganz wichtiges Merkmal ist, hier ist kein FI-Schalter drin, das heißt kein Schutzschalter. Das sollte man, wenn man hier die Wohnung saniert, auf jeden Fall in Angriff nehmen. Also ob man das jetzt nur hier einbauen kann oder ob alle Leitungen neu gemacht werden muss, das hängt von der Qualität auch der Kabel ab. Welche Kabel da verbaut sind, das muss dann ein Elektriker entscheiden. Also wirklich bei der Elektrik immer nur mit Fachbetrieben arbeiten und nicht selber irgendwas meinen, machen zu müssen. Hier ist das alte Bad, ist auch ziemlich basic, ohne Warmwasser, mit so einem, komm mal rein, mit so einem alten Stromspülungskasten. Ja, ist nicht so nice auf jeden Fall, aber funktionsgemäß ist es. Für eine günstige Miete, also hier auf dem Land bei uns, hat man eher dann geilere Wohnungen. In der Stadt, in Berlin oder in keine Ahnung, München oder Köln oder so, bei den WGs, das ist schon fast teilweise Standard, solche alten Bäder. Weil da ist man froh, überhaupt eine Wohnung zu haben. Umso schlechter die Lage, desto öfter muss man dann da ran oder besser muss man da rangehen, damit man halt dem Vermieterwettbewerb standhalten kann. Das Bad ist auch relativ hart durch. Spülmaschinenanschluss, Waschbecken und Badewanne ohne Duschstange. Also ich frage mich, wie man da duscht. So, mit der Hand. Aber ja, definitiv
muss man hier was machen oder sollte man hier was machen? Ich werde es versuchen, hier bei dieser Wohnungsstrategie erstmal, dass ich dann nicht so viel machen muss. Also entweder ja wahrscheinlich so vermieten einfach. Genau, dass man dann an der Stelle halt den Aufwand sich spart und lieber ein bisschen weniger mietet und dann einen Mieter nehmen, der sagt so, hey, cool, ich kriege eine günstigere Miete, ich kann eh ein bisschen selbst Hand anlegen, dann soll der Mieter halt, kann er sich dann hier ein bisschen was machen, das würde ich dem dann erlauben, kann ein bisschen was richten am Bad und die Wände und so streichen, wie er will. Und dafür kriegt er halt einen günstigeren Mietzins. Das sind auch so, also ich bin, früher war ich immer Fan davon, möglichst viel Miete rauszuholen. Jetzt bin ich eher ein Fan davon, möglichst wenig Aufwand zu haben. Und wenn man solche Deals halt eingeht, wie eben gesagt, dann kann man relativ chillig, langfristig halt ein gutes Investment tätigen. Vor allem jetzt, jetzt sind die Preise ein bisschen runter, die Mieten ein bisschen hoch. Und dann ist das eigentlich ein relativ guter Business Case. Und der Wettbewerb am Mietmarkt steigt wieder an. Also die Leute kaufen nicht mehr so viel, wenn die hier bei uns in der Region kommen, sondern die mieten wieder tendenziell eher was. Weil für das Geld, was man monatlich ausgibt, kriegt man mittlerweile preisleistungsmäßig was Besseres, wenn man mietet. Und dementsprechend mieten halt viele. So, ich fasse nochmal kurz zusammen, was das hier für ein Deal ist und wie wir auch solche Deals duplizieren wollen und auch kriegen. Zum einen, also das ist eine alte Wohnung in einer sehr gepflegten Wohnanlage. Da lege ich Wert drauf, dass die Sonderumlagen und sonst was, was da jetzt alles kommen wird in nächster Zeit, nicht zu hart reinhauen auf meinen Anteil. Es kommen safe welche, wegen den ganzen ESG-Themen. Da muss man mit rechnen. Aber nicht so viel soll kommen, dass es ein komplettes Investment zerhagelt. Also es wird auf jeden Fall auch WEGs geben in der Zukunft, die nicht schlau sind zum Kaufen da drin, auch wenn der Wohnungspreis vielleicht gut ist. Bei anderen WEGs ist es gut zu kaufen, weil es halt hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da gehe ich vielleicht mal irgendwann speziell drauf ein. Aber hier passt alles. Rücklagen sind gut, WEG ist gut, schön gepflegt, alles top. Das zweite Ding ist, dass man halt in guten Lagen kaufen sollte, also nicht irgendeinen Schrott, wo Hauptsache die Rendite ist hoch, wenn man sich da kalkulatorisch was reinrechnet, sondern wo man auch langfristig was davon hat. Hier bei uns in Heilbronn haben wir halt einen sehr guten Wirtschaftsstandort. Jetzt baut auch Lidl wieder so einen IT-Campus da oder AI-Campus für Artificial Intelligence und das ist nice. Dann kommen nochmal ordentlich Arbeitskräfte hierher. Früher musste ich immer sagen, ich wohne in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, wenn ich auf der Welt unterwegs bin, aber jetzt kennt man so langsam Heilbronn. Und das dritte, dass man halt immer verschiedene Szenarien halt mit einer Wohnung abbilden kann. Das erste Szenario ist halt das, mit möglichst wenig Aufwand irgendwie einen Ertrag zu erzielen, entweder das heißt Verkauf oder Vermietung. Wenn das nicht geht, muss ich es auch trotzdem noch rechnen, nach Aufhübschung das Ganze zu machen, entweder Vermietung oder Verkauf. Wenn diese zwei Fälle nicht positiv abbildbar sind, würde ich nicht kaufen, weil schlicht und einfach das heißt, schon ein schlechtes Investment ist. Aktuell wird der Markt überflutet mit zu teuren Deals. Und man muss halt wissen, was ist ein guter Preis und was nicht. Am Ende des Tages muss es halt sich für beide Seiten lohnen. Verkäufer und Käufer müssen zusammenkommen und das ist auch die Aufgabe des Maklers, dass er das dementsprechend organisiert und hinbekommt. Also meiner Meinung nach ist der Makler dafür da, beide Parteien zusammenzubringen, nicht irgendwie in einem Interesse zu handeln, sondern am Ende des Tages gibt es nur den Deal, wenn der Makler gut vermittelt und auch gut die Kommunikation leitet, damit der Deal zustande kommt. Vor allem in solchen Zeiten, wo halt die Köpfe noch denken, hier ist der Preis, aber in Wirklichkeit ist er hier, dann läuft das Ganze auch, wenn man da einen guten Makler in der Hand hat. Wir sind weiterhin auf der Suche, freuen uns auf Angebote von Maklern, Privatpersonen oder sonst auch wem in Heilbronn, Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und überall und sind da auch sehr kaufwillig in der aktuellen Marktphase noch. Dementsprechend viel Erfolg, danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.